Folge 18. Treffen der Klassen. Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen. Neulich wurde es ziemlich chaotisch. Dabei begann alles eigentlich ganz normal, mit einem friedlichen Morgen, an dem ich wie immer früh aufwachte und mich streckte. Doch wieso schlief ich im Gästezimmer? Ach ja, ich bin ja Azure Gleam. Es war gerade mal eine Nacht vergangen, seit die versehentliche Umwandlung geschehen war. Ich verließ das Gästezimmer und sah mich im Flur um. Noch niemand anders war wach. Ganz normal kam ich die Treppe hinab und wandte mich nach rechts ins Badezimmer. Als ich in den Spiegel guckte, rümpfte ich die Nase. Also, das ist schon schräg. Ach, na dann, ich sollte mein Cutie-Mark wohl besser überdecken. Wo haben wir denn... Ah, blaue Fellfarbe. Und hier hellblaue. Gut. Ich tupfte die blaue Farbe auf mein Cutie-Mark, bis es nicht mehr zu sehen war, und pinselte dann eine hellblaue Sternschnuppe und einen Bleistift darüber. Das gelang mir mit Hilfe einer kleinen Pappschablone auch ganz gut. Wenn man nicht genau hinsah, mochte man fast meinen, dass das wirklich mein Cutie-Mark sei. Als ich damit fertig war, fuhr ich mit meiner morgendlichen Routine fort. Hey, Azure! Hä? Blue, meine ich, natürlich. Hallo, Trick. Und? Gut geschlafen, die Stute? Ja, ziemlich gut. Unser Gästebett ist besser, als ich in Erinnerung hatte. Sag mal, stand nicht irgendetwas Besonderes an? Irgendwas, zu dem du und Blaze dringend hin mussten? Ich wüsste nicht was. Naja, kann so wichtig nicht gewesen sein. Einige Zeit später kamen auch Blaze und Chip die Treppe hinunter und grüßten die Runde. Sie waren allerdings erstaunt, nicht mich vorzufinden, der ich doch sonst immer als Erster aufstand. Wo ist Blue? Früher aus dem Haus gegangen? Nein, ich glaube, der schläft noch. Kann er doch auch mal. Macht er aber eigentlich nicht. Vor allem nicht, wenn wir gleich weg müssen. Wohin soll es denn gehen? Naja, Blue und ich wurden auf das Klassentreffen unserer alten Schule morgen eingeladen. Das ist schon morgen? Ach, hatte ich doch in Erinnerung, dass da noch irgendetwas war. Nun, dann sollten wir Blue vielleicht mal wecken. So eilig haben wir es jetzt auch wieder nicht. Es könnte aber nicht schaden. Ich mach das schon. Schnell eilte ich die Treppe hinauf und in mein Zimmer. Azure stand hellwach vor meinem Spiegel und betrachtete sich darin. Was machst du da? Huch, nix. Ich habe etwas ganz Wichtiges vergessen. Morgen Nachmittag sind Blaze und ich auf einem Klassentreffen eingeladen. Und wir müssen uns heute schon auf den Weg machen. Du meinst... Oh oh. Genau, wenn ich eingeladen bin, wirst du hingehen müssen. Und die werden merken, wenn ich mich anders benehme. Nun, dann solltest du wohl besser auch mitkommen. Ach, wie soll das denn aussehen? Naja, also ich glaube nicht, dass es komisch sein würde, wenn ein Pony mit Begleitung kommt. Oh, wenn du wüsstest. Ahem. Blue? Azure? Was? Ich errate, worüber ihr redet, und lasst mich euch einen helfenden Huf leihen. Was schwebt dir vor? Nun ja, ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, bevor die Feier losgeht. Ihr solltet sie nutzen und möglichst gut lernen, die Rollen zu tauschen. Ach, nebenbei, gute Arbeit mit dem Cutie-Mark, Blue. Ich bin fast selbst drauf reingefallen. Oh ja, stimmt. Sieht täuschend echt aus. Danke, danke. Das sollten wir mit dir auch noch machen. Dann bist du bereit zu lernen, was es heißt, Captain Blue Tail zu verkörpern. Da wir wussten, wie lange die Zugfahrt nach Philadelphia dauerte, brachen wir noch am selben Abend auf. Im Morgengrauen des nächsten Tages kamen wir an und stiegen aus dem Zug. Wir hatten ein kleines Hotelzimmer für den Tag gebucht, in dem wir Stuten uns frisch machen konnten. Blaze ging in die Stadt, wo er sich mit seiner Begleitung Feldtipp treffen wollte. Chip war indes zu Hause in Ponyville geblieben. Ich habe heute Abend sturmfreie Bude. Boah, cool, dann werde ich erstmal baden, ein gutes Buch lesen und dann noch schön früh ins Bett gehen. Anders als Trick, der uns bei unserer Planung etwas unter die Arme greifen wollte. Wir bereiteten Azure vor. Sie übte, sich etwas breiter hinzustellen und fester zu gehen. Ich teilte ihr währenddessen einige der wichtigsten Informationen über mich mit, die sie noch nicht wusste. Zum Beispiel, wie ich an mein Cutie-Mark gekommen war oder ein paar Details über unsere Abenteuer. Solche Sachen. Sie sog jedes bisschen Hintergrundinfo zu meiner Person auf wie ein Schwamm und stellte hin und wieder Rückfragen. Als sie soweit bereit war, ging es an die schwierigere Aufgabe. Mich zu einer anständigen Azure zu machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, so mache ich das falsch. Nee. Du siehst irgendwie so aus, als würdest du dich an jemanden ranschleichen. Nein, nicht so leicht auftreten. Du musst eben einfach die Hufe etwas mehr voreinander stellen beim Gehen. Du meinst so? Na, schon besser, aber immer noch nicht ganz perfekt. Du musst einfach femininer gehen, nicht so schlurfen und etwas weicher. Ulks. Also, hiervor fürchte ich mich ganz besonders.
Zeit, dir ein Kleid auszusuchen. Och nö, kann ich nicht einfach so gehen? Aber nicht doch. Eine Stute würde sich auf jeden Fall etwas herausputzen, wenn sie die Verabredung bei einem Klassentreffen ist. Sogar ich, und ich bin nun wirklich nicht unbedingt konventionell. Aber keiner würde einfach nackt und ungeschminkt irgendwo hingehen. Moment mal, von Schminken war nie die Rede. Jetzt komm schon, du Haudegen. Wir kaufen dir was Nettes zum Anziehen und danach hübschen wir dich ein wenig auf. Heilige Mutter Celestias. Na, geht das? Im Leben nicht. Sieh doch mal. Das Blau von diesem Kleid ist viel zu hell. Das harmoniert überhaupt nicht mit deiner Mähne. Na gut. Also das nächste. Oh, nein, das geht nicht. Du kannst doch kein Hochzeitskleid auf einem Klassentreffen anhaben. Das ist ein Hochzeitskleid? Natürlich. Sieh doch nur. Gut. Wie wäre es dann hiermit? Auf gar keinen Fall. Gehst du zu einer Beerdigung? Ah, das war jetzt schon das 12. Ich werde ungeduldig. Hier, probier das mal an. Ah, schön. Also, das sieht man ja nun auch selten. Der Hengst sucht die Kleidung der Stute aus. Tja. Aber ein nettes Paar seid ihr zwei schon. Wissen Sie, eigentlich sind wir gar nicht... So, alles in Ordnung? Oder ist es zu dunkel? Zu hell? Zu funkelnd? Nicht funkelnd genug? Zu rüschig? Zu aufgeplustert? Zu zerknittert? Zu lang? Zu kurz? Zu weich? Zu hart? Nein, zu... das passt perfekt. Das nehmen wir. Celestia sei Dank. Fein. Das macht dann 99 Bits, der Hengst. Ach, ich zahle. Wirklich? Also, das habe ich ja noch nie... Schon okay, ich zahle. Ach ja? Jep, ich bestehe darauf. Wie sehr denn? Na, ich insistiere. Wenn du insistierst. Das wäre also fertig gewesen. Nun ab ins Hotel, wo mich Azur... schminken wollte. Blaze war ebenfalls dorthin zurückgekommen und saß auf der Couch mit Feldtipp, während Trick sich gelangweilt in die Hufinnenfläche sah. Ach was, jetzt stell dich doch nicht so an. Also, nur noch ein wenig Lippenstift. Keine Angst, ich brauche nur kurz was zum... Oh, Blaze, wir hübschen Azur gerade noch etwas für den Abend auf. Ihr, du... Was? Kannst du noch 2 Minütchen warten? Wir sind jeden Moment fertig. Ja, klar. Ich hätte Blazes Blick selbst ja überaus amüsant gefunden. Wäre ich nicht gerade der Hengst gewesen, der in dem Körper einer Stute leben musste und sich von einer Stute im Körper eines Hengstes schminken ließ. Endlich war die Tortur beendet und ich durfte mich erheben. Nun, muss ich mir auch irgendwas Besonderes anziehen? Nimm meine Fliege und meinen blauen Filzhut mit. So wäre ich tot aufgekreuzt, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Ich verließ das Badezimmer und warf mir das dunkelblaue Kleid über, das Azur für mich ausgesucht hatte. Ah, ich bin bereit. Wow, du siehst toll aus. Danke. Schön. Blue, du bist auch soweit, ja? Ja, bin bereit. Und ich auch. Was? Trick? Du kommst auch mit? Na Logan, ich setz mich während der Feier einfach auf eine Bank oder so. Schön. Also dann. Die alte Schule lag etwa 20 Minuten von unserem Hotel entfernt. Wir gingen zu Huf dorthin und kamen so bei warmer Spätnachmittagssonne auf dem Schulhof an. Dieser ekelhafte Gestank von Kreidestaub, altem Holz und altem Brot, der uns jetzt schon entgegenkommt. Ja, da wird man richtig nostalgisch, nicht wahr, Blue? Ja, da hast du recht. Blue Tail und Blazing Blaze. Mr. Cruelt. Ihr seht gut aus und ihr habt beide Verabredungen, also das hätte ich nicht erwartet. Was soll das denn bitte heißen? Naja, also, ich meine, du warst jetzt nicht unbedingt. Und Blue Tail. Nun ja. Viel Spaß euch. Ich warte hier draußen oder so. Drinnen herrschte bereits reger Betrieb. Alte Klassenkameraden standen gesellig beieinander und unterhielten sich. Blaze wurde sofort von einem Hengst aus der Parallelklasse angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Azur und ich gingen zum Buffet und sahen uns dort um. Oh, es gibt gefüllte Teigtaschen mit Spinat und ohne Käse. Friss dich besser nicht zu voll, sowas fällt auf. Und isst du besser nicht zu wenig, das fiele nicht weniger auf. Blue, hey Blue. Zwischen 2 Ponys quetschte sich Seventh hindurch, der selbstverständlich ebenfalls anwesend war. Er näherte sich Azur und grinste breit, als er ihr, also mir, in seinen Augen den Huf schüttelte. Du und Blaze, ihr habt es also auch geschafft. Wie schön. Und du bist sogar mit Azur gekommen? Hallöchen. Ja. Sie hat aber wohl dich gefragt, nicht umgekehrt. Oder doch? Ja, das kann man so ausdrücken. Naja, ich habe euch alle begrüßt. Wir sehen uns. Ja, bis dann. Mach's gut. Na, den kannte sogar ich. Ansonsten sehe ich noch Big Ed da vorne. Dieser fette, unansehnliche Kerl, der gerade den ganzen Putsch trinkt. Ugh, in der Tat.
Und das da vorne sind Starfever und Yellow Opal. Die beiden waren in der Schule fast wie Schwestern. Da kommt ein Pony her. Wer ist das? Das ist, Hey! Na, wie geht's dir, Bluetail? Sehr gut, danke. Mann, was machst du so? Und wer ist deine Begleitung? Ach, das ist Surglim. Ist sie deine Freundin? Also, richtige Freundin oder mehr so ein Kumpel? Ich dachte immer, du machst dir nichts aus. Wie nanntest du es noch gleich? Ah ja, Überfreundschaftlichkeit. Nun... Na, wo habe ich denn... Ach hier, bitte lächeln. Ah, ihr zwei seht echt süß zusammen aus. Na dann, man sieht sich. Tschüssi. Was ist hier mit der Musik? So, das war eigenartig. Creaking Branch, so hieß sie. Mir war der Name glatt entfallen. Aber nett. Etwas überschwänglich, möchte man sagen. So manches weiteres Pony kam zu uns. Sie alle begrüßten mich erfreut, waren aber zeitgleich auch extrem verwirrt ob der Tatsache, dass ich in Begleitung einer Stute gekommen war. Naja, aber zugegebenermaßen hatte ich auch immer komische Blicke auf mich gezogen mit meinem kompletten Desinteresse. Es war jedenfalls eigentlich ein ganz netter Abend. Wäre ich selbst gewesen, hätte ich mich sicher nett mit einigen Ponys unterhalten können. Doch so hielt ich mich lieber nur daneben und nickte freundlich. Hin und wieder sprach ich mal ein paar Worte mit jemandem, aber wurde ja schließlich nicht erkannt. In allen Details vom Abend zu berichten, wäre schlechterdings ziemlich langweilig. Daher belasse ich es dabei, dass Azur und ich uns irgendwann auf den Weg machten. Blaze und Feltip blieben noch ein wenig da. Wir trafen uns also draußen mit Trick, der wirklich den ganzen Abend lang einfach nur dort auf der Bank gesessen und in die Sterne geblickt hatte. Ach, da seid ihr ja endlich. Ja, wir haben uns mal ein wenig früher herausgestohlen. Na, war's denn nett? Och ja, wäre bestimmt netter gewesen, wenn ich Bluthell und nicht Azur Glim gewesen wäre. Aber hey, Ching, Shang, Chong, ist doch alles dasselbe. Also ich finde, du hast dich ganz gut geschlagen als Stute. Du gewöhnst dich wohl langsam dran. Ja, das hast du auch gut gemacht. Und darf ich hinzufügen, dass du wirklich ganz bezaubernd aussiehst, Blue? Halt den Mund, Freundchen. Was mir gerade beim Warten so einfiel. Wieso hast du dir nicht einfach einen Schal umgebunden und dich krankgestellt? Das wäre viel einfacher gewesen. Welcher Idiot kam überhaupt auf die Idee mit dem Rollentausch? Viel zu aufwendig. Naja, so ging der Abend zu Ende. Wir gingen wieder zurück ins Hotel und warteten dort, bis Blaze und Feltip nachgekommen waren. Die Nacht hindurch fuhren wir dann wieder nach Hause. Damit ist diese ganze Sache auch schon direkt fertig erzählt. Wie immer wünsche ich euch eine gute Nacht.